Hi und willkommen zur vierten Dimension des neuesten DLCs von Kirby Star Allies. Es kam jetzt lange nichts mehr dazu. Ich weiß, aber wir hatten andere Prioritäten auf dem Kanal, die einfach grundsätzlich Vorrang hatten und deshalb musste Kirby zurückstecken. Jetzt können wir die ganze Sache aber abschließen und keine Sorge, ich gehe jetzt nicht komplett blauäugig und dämlich an die Sache. Okay, skill ich natürlich auch nicht, aber damit wollte ich einfach nur aussagen, ich habe mir diesmal größtenteils die Movesets der Charaktere, die in der vierten Dimension auf uns zukommen werden, angeguckt, weil ich natürlich auch genug Zeit hatte, jetzt die Kommentare unter Dimension 3 zu lesen und viele meinten einfach, dass die vierte Dimension, ja, wer hätte es gedacht, am schwierigsten ist und hier sehen wir halt jetzt auch wirklich die absolut aktuellen Chars, die wir in diesem DLC bekommen haben. Da meinte ich ja, dass die aus der dritten Dimension auch schon dazu gehören, aber nein, die stammten aus einem anderen Update. Wurde mir halt nur als neu angezeigt, weil ich das Spiel länger nicht gespielt hatte. Sind aber nicht neu. Okay, wie kriege ich jetzt da oben... Achso. Alles klar. Alles klar. Müssen die sterben oder ist das egal? Ist egal. Na gut. Uiuiui, das war knapp. Das mit dem Boomerang konnte ich jetzt natürlich nicht trainieren, weil ich mir nur die neuen Chars angeguckt habe. Aber die ersten Herzen gehören ja in jeder Dimension Kirby. Allerdings, wenn es bei dem Boomerang bleibt, dann ist es nicht so schwer. Oder wo besteht die Schwierigkeit? Vielleicht muss man auch einfach... Ja, ich glaube, ich habe es gerade schon erkannt. Mist. Man muss alle Gegner, glaube ich, auf einmal zerstören. Hä, wie soll man das denn machen? Das hat bei mir jetzt mal so gar nicht geklappt. Ich habe erst zwei Herzen und das Gefühl, zwei weitere gerade versaut zu haben. Weil ich habe echt den Eindruck, du darfst die Gegner nur alle auf einmal bezwingen. Sonst spawnt das Herz nicht, oder? Bilde ich mir das ein? Ja, aber komm ey, woher soll ich denn wissen, wie ich stehen muss? Gut, ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich in der Mitte stehen muss. Probieren wir es mal aus. Ja, gerade so. Gerade so, aber da ist jetzt auch kein Herz gespawnt. Hä? Oder müssen die doch besiegt werden? Vielleicht bilde ich mir das alles aber auch echt nur ein, Leute. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ups, jetzt habe ich hier auch schon was kaputt gemacht. Okay, ich glaube, den Kirby-Bereich habe ich komplett versaut. Ja, auf jeden Fall. Der endet hier schon. Da hätten wir doch locker 5 Herzen haben müssen, Minimum. Aber gut. Das ist halt immer noch blind hier. Sorry. Kann man jetzt auch nicht erwarten, dass wir alle 30 Herzen holen. Also das grundsätzlich sowieso nicht. Aber wir wollen ja die 100 Herzen auf jeden Fall in diesem... Let's Play noch kriegen. Das werden wir auf Anhieb jetzt nicht schaffen. Selbst wenn ich alle 30 in dieser Dimension eingesammelt hätte, hätte es am Ende nicht gereicht. Also ich muss so oder so Herzen nachholen. Dit ist klar. Ich versuche halt jetzt noch das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Ja, aber wenn diese Dimension hier wirklich die schwierigste ist, dann weiß ich nicht, ob mir das mit gutem Ergebnis gelingen wird. Versteht ihr? Boah, wie besiege ich dich denn? Hau ab! Magolor ist eigentlich ziemlich stark, aber ich habe so den Eindruck, gegen dieses Riesenmonster da kommt er gar nicht an. Doch, jetzt. Aber ich sehe schon dieses Freundesherz da. Die ganze Zeit herabsinken. Ich glaube, das kommt auf Schnelligkeit an. Entsprechend müssen wir jetzt zuschlagen. Leute, greift doch mal an. Wofür habe ich denn Traumfreunde am Start, bitte? Ja, das wird nix. Das wird nix. Der Typ ist jetzt... Oder? Komm, mach auf! Mach auf! Natürlich. Natürlich fällt das Herz genau in diesem Moment runter. Aber die scheiß Tür öffnet sich offensichtlich auch erst, nachdem man ihn komplett vernichtet hat. Also das Freundesherz auf ihn geschmissen hat. Ja, bitter. Bitter. Da muss man einfach noch schneller sein. Aber man sieht schon, die vierte Dimension, da zeigt man keine Gnade.
Hier sind die Entwickler wirklich knallhart gewesen. Und komplett herzlos. Ich vermute mal, es wird ganz, ganz bitter für uns laufen. Ich sag jetzt einfach mal, am Ende werden wir es nur zu 14 Herzen schaffen. Mehr nicht. Vielleicht sollte ich etwas positiver ticken. Auch damit die Leute dranbleiben. Aber hey, ich bin halt manchmal einfach zu ehrlich, zu real. Oh, da ist aber... Nein! Jetzt sag... Sag mir nicht, dass es jetzt weg ist. Okay. Ich dachte schon, ne? Oh! Okay, ich sollte hier vielleicht keine Dash-Attacks nutzen. Das ist sehr risky. Und der Boden sieht äußerst zerstörbar aus. Also lassen wir das Schiff einfach nochmal fahren. Sieht sehr cool aus, bin ich der Meinung. Hä? Wie jetzt? Moment mal. Das behalte ich mal im Blick. Vielleicht gibt es noch einen anderen Schalter, der damit zu tun hat. Lassen wir einfach mal das Dimensionsschiff hier durchfahren. Den Knopf aktivieren. Normalerweise müsste doch erst die Presse... Genau. Hier. Den Weg... geebnet haben. Na, danke. Ist aber ein Bonusraum und somit kein sicheres Herz. Was zur Hölle muss ich denn hier machen? Warte, der Typ hatte doch so einen Dimensionsangriff. Kann ich den nicht dafür verwenden? Wie ging denn das? Ah, genau so. Geht das nicht? Warte mal, ich versuche zu tricksen, lol. Ah, nee, das geht nicht. Das kann man nicht unendlich aufladen. Oder ich probiere es nochmal. Nee, komm, lass bleiben. Wir versuchen uns durchzuwurschteln. Und ich glaube, wir haben es eigentlich gar nicht so schlecht gemacht. Holy shit. Wie alle meine Freunde einfach wegsterben. Tja, ich bin halt kein guter Kumpel. Ja, und offensichtlich auch nicht klug genug, um selbst zu überleben. Aber ich hätte da... Hä? Ich hätte da doch jetzt gerade gar nicht durchgekonnt. Was ist das denn? Was hätte ich denn besser machen sollen? Aber dass ich da instinktiv vorher reingegangen bin, ne, das war purer Zufall. Muss man das zweimal machen oder wie zum... Hä? Bruder, jetzt mal Real Talk, wie willst du denn da bitte schon überleben? Vor allem, ich bin da jetzt gar nicht das zweite Mal in diesen Schlitz reingekommen. What the fuck? Ist ja fast schon zu schwer hier alles. Drei Herzen, Alter, als ob. Darf nicht wahr sein. Ich warte hier jetzt mal. Ach, jetzt komme ich, glaube ich, oder? Ja, man muss raus, wenn der ganz oben ist. Okay. Ach so, boah. Aber habt ihr gesehen, wie ultra knapp das war? Damn. Schwieriges Herz. Wie fast alle hier. Nee, das wird eine Fail-Party. Waren die anderen Parts zwar auch im Großen und Ganzen, aber diesmal ist halt echt bockschwer. Und vieles, bin ich der Meinung, kannst du beim ersten Versuch auch gar nicht wissen. Jetzt ist der Magolor-Bereich vorbei und wir haben 5 Herzen. Toll. Weiter geht es mit Taranza. Ob das besser laufen wird? Naja, ich hoffe, ihr habt trotzdem noch Spaß an dem DLC. Vielleicht interessiert es ja auch keinen mehr. Wobei man sagen muss, so brutal war das Interesse jetzt auch bei den anderen Parts nicht. Was natürlich auch eine Rolle gespielt hat bei der Entscheidung, lieber den anderen Sachen den Vortritt zu geben. Aber wir holen das hier nach. Ihr seht es. Wir holen das hier nach. Auch für die Leute, die immer gefragt haben, wo es denn bleibt. Wir beenden das hier noch, auf jeden Fall. Muss ich da jetzt runter? Kann ich da jetzt runter? Warte, der hatte doch auch so einen ähnlichen Move, ne? Komm, hau mal ab da. Du sollst verschwinden. Okay.
Konnte man nicht mit ihm auch irgendwie? Ja, ja, genau. Und jetzt schnell, Bruder! Das war ganz, ganz knapp. Aber das sechste Herz. Nächster Schlüssel. Okay, ich glaube, ich weiß schon, was die wollen. Im Prinzip das, was wir am Anfang gemacht haben. Nur deutlich riskanter. Jo, hat aber sogar funktioniert. Bis jetzt läuft es mit Taranza noch am besten. Aber wir wollen nicht den Tag vor dem Abend loben. Hier gibt es gleich zwei Herzen. Entsprechend intensiv dürfte dieses Rätsel hier sein. Ich habe ja ein bisschen Angst. Oh, okay. Hier ist aber ein geschenktes Herz. Einfach nicht zu voreilig sein. Situation beobachten. Schritt für Schritt denken. Das Kabel in Ruhe verlegen. Wie als wenn ich es gelernt hätte. Oh, okay. Jetzt wird's tricky. Wir dürfen rechts und links verlegen, aber in der Mitte nicht, ja? Aha. Mache ich auch wieder mit dem Angriff? Oh, ich dachte, damit wäre es easy, aber ich hätte jetzt fast einen zu viel zerstört. Komm, das ist das Letzte, was wir jetzt noch schaffen müssen. Ganz langsam. Oh, holy fuck! Ich habe sogar einen Block zerstört, den ich nicht zerstören dürfte, aber das Ding hält noch. Warte, wie macht man jetzt? Ich weiß genau, was ich brauche, aber ich weiß nicht, wie man es macht. Das hat man in den Trailern schon gesehen. Diese Königin brauche ich. Genau, hier, Phantomkönigin. Unten und dann oben B, alles klar. Okay, ich glaube, jetzt müssen wir einfach nur noch schnell sein. Juhu. Komm, da kann nichts mehr schief gehen. Hoffe ich. Die zwei Herzen, die haben uns verdient. Wir haben mir richtig Mühe gegeben. Na? Yes! Damit haben wir schon 10! Schon 10. Ihr wisst, wie ich das meine. Im Vergleich zu dem, was wir schon haben liegen lassen. Aber es ist schon echt nicht einfach, du. Alles klar, das war der Taranza-Bereich. Moment, dann haben wir mit Taranza sogar alle bekommen, oder? Nice! Next one is Susie. Mit ihr tue ich mir ein bisschen schwer. Ich habe mir sie auch nicht so intensiv angeguckt, wenn ich ehrlich bin. Sie hat diesen Roboter da. Wie kann man den nochmal wegschmeißen? Ah, okay. So ein Hyper Dash. Und eine Laserknarre. Das sind so die offensichtlichsten Moves. Na gut. Wir brauchen Chili. Und vermutlich dann auch seine Fähigkeit. Ah, lässt sich mit der Waffe stacken. Blizzard Susie. Na gut. Auch nicht schlecht. Eine Eislaserknarre. Oh, wie komme ich da jetzt rein? Oh! Ach so! Ah, seht mal! Ja, selbst wenn wir die Wand treffen, entstehen so... ja, Eisflächen und die ebnen mir den Weg. Aber was denn nun? Ich muss die Fässer zerstören, das sehe ich schon, aber... per Dauerbeschuss dann, oder was? Nee, das war falsch, das war falsch. Ich hoffe einfach mal. Ach so, ja gut, ist ja mega einfach. Da musst du ja nicht mal genau treffen, weil diese Eisflächen, die bleiben ja ein paar Sekunden bestehen und zerstören dennoch das Fass. Also die zwei Herzen waren tatsächlich machbar. Seltsam. Habe ich mich... Nee, ne? Ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass ich mich am Anfang blöd angestellt habe. Wirklich nicht. Trotzdem... habe ich so das Gefühl, ja, vor allem, dass der Anfang deutlich schwieriger ist als das, was jetzt so kommt. Oder? Naja, warte mal ab.
Warte mal ab. Ich sehe schon, das hier ist schon wieder was auf Zeit. Oh, ich glaube, ich habe es bereits verkackt. Oh, jetzt muss ich auch noch abste- Ja. Das habe ich zu spät gesehen, aber selbst wenn ich das sofort gewusst hätte, ich glaube, das Herz hätten wir nicht mehr bekommen. Leider, leider. Versaut. Ja, gut. Aber dennoch glaube ich, dass das eigentlich ganz machbar ist. Und was muss ich jetzt tun, bitte? Was? Kann das Feuer nicht löschen? Ja, wie komme ich denn da weiter? Ach, warte mal. Der gibt meiner Kanone auch noch eine Ability? Ja, aber die bringt mir ja nichts. Das bringt mir nichts. Warum bekomme ich den Dude dann hier, wenn er mir nichts bringt? Das kann ja nicht sein. Ach so. Fliegen und schießen vielleicht? Oder irgendwas mit dem Roboter? Ja, als ob. Was? Oh, und wieso zur Hölle bin ich jetzt abgestürzt? Naja, jeder Fail hat zwei Gesichter. Einmal den bitteren, getriggerten und einmal den glücklichen, denn wenn man irgendwas versaut hat, kann man es jetzt nochmal versuchen. Das tun wir hiermit bei diesem Herz und es ist schwer, aber ich hab's. Ja, das ist First Try ein bisschen assi. Aber wenn du weißt, was da auf dich zukommt, kannst du es durchaus schaffen. So, jetzt nochmal zu der Geschichte hier. Was war denn da das Problem? Warum bin ich abgestürzt? Falls ihr jetzt irgendwie glaubt, ich war zu blöd, einen Knopf zu drücken oder so. Nein, nein. Ich habe eigentlich nichts... Ich habe nichts verändert. Ja gut, das Ding bleibt ja auch nicht permanent in der Luft. Muss ich da in einem Rush durch? Alter, das könnt ihr doch nicht bringen. Es sieht fast so aus. Also ich kann zweimal drehen, aber mehr ist nicht. Ja, moin, ey. Läuft bei den Entwicklern auf jeden. Na gut, komm. Zieh durch! Nee, ich bin einfach gerade abgestiegen. Und das hat mich gerettet. Das hat mich gerettet und es geht noch weiter. Nein. Okay, ich werde es mal probieren, aber ich glaube, wir werden wieder sterben. Wobei... Hä, was ist das für eine Scheiße? Da muss man unten drunter durch? Man hätte den letzten gar nicht absägen dürfen. Boah, das ist ja übelst gemein. Doch, also zumindest kommt man an das Herz ran, wenn man direkt vom Roboter abspringt. Ja, alles klar. Also auch hier, wenn du weißt, was auf dich zukommt, super easy. Aber ey, ganz ehrlich, wer achtet denn bitte da in der Drucksituation drauf? Da guckst du doch nur Schritt für Schritt. Klar, jetzt werden auch wieder einige in die Kommentare posten. Also ich habe das sofort gesehen und alles gefirst tried. Schön für euch. Wo ist der Bus, den es interessiert? Spaß. Ja, ein bisschen tiltet bin ich aber gerade schon. Oh, was kommt denn jetzt bitte? What's going on? Aber diese Luftknarre ist schon ziemlich effektiv. Was wird das denn jetzt? Schalter? Okay. Und das waren jetzt nur drei. Na, da kommen mehr. Da kommen mehr. Ja, und ich soll die jetzt aktivieren, während ich gegen den Boss kämpfe, oder wie? Schau ich so aus? Wobei es eigentlich ziemlich einfach ist mit der Luftknarre, bin ich der Meinung. Macht nicht so viel Schaden, aber ist gut geeignet,
um diese Knöpfe zu aktivieren. Und ich glaube, ich habe keinen verpasst. Also erwarte ich jetzt auch einen Preis dafür. Preis? Preis! Oh, waren das jetzt 3 Herzen? Geil, Mann. Dann haben wir jetzt 18. Also doch mehr, als ich dachte. Und es kommt ja noch ein Bereich. Ne, dieser Freundesbereich, wo alle in so einer komischen Fusion zusammenarbeiten. Juhu, da freue ich mich ja drauf. Nord. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist doch diese Flug-Ability, ne? Müsste auf jeden Fall jetzt kommen. Ja klar, deswegen haben wir auch Flugkörbe bekommen. Ja. Der Flugstern. Okay. Der Freundesstern oder wie hieß der? Genau, der Freundesstern. Ja, aber das ist ja eigentlich auch nicht schwer. Da musst du ja eigentlich nur den Controller vernichten, indem du alle Knöpfe tot smasht. Ich hoffe, jetzt habe ich in dem ersten Bereich nichts vergessen, weil ich wollte eigentlich gar nicht in diese Tür reingehen. Ich wollte eigentlich weit... Ah, okay, da ist ein Herz. Kleben die an den Kometen da, oder was? Dann werde ich mal besonders auf die achten. Oh, also präzise Steuerung ist mit dem Teil aber nicht möglich. Warte mal. Oh, kommen die jetzt schon? Na, ah, ich wollte da nochmal zurück eigentlich. Nein, da ist ein Herz! Ich hab's aber noch! Und da ist noch eins! Das habe ich auch! Oh mein Gott, war das knapp! Fuck! Aber hier könnte halt auch noch was sein, ne? Tatsächlich, Alter! Bei mir läuft auf einmal richtig! Aber da muss man sich ja eigentlich treffen lassen. Da kommst du ohne Gegentreffer gar nicht durch. 22, damit bin ich echt zufrieden. Gerade nach dem Anfang. Gerade nach dem Anfang! Oh, vorsichtig, vorsichtig. Jetzt müssen wir noch irgendwie durchkommen. Irgendwie überleben. Ja, jetzt kommen die fiesen Tricks wieder. Ja, ist schon gut. Jetzt am besten alles ein bisschen langsamer angehen lassen. Gibt ja auch keinen Grund für die Eile. Moment mal. Ah, okay. Ein Leben. Aber besser als nichts. Irgendwas ist da gerade aber noch kaputt gegangen. Lass mal kurz gucken. Ich hab's gehört, ne? Ich hab's gehört, dass da noch was kaputt gegangen ist. Boah, das ist ja auch total gemein, dieses Herz. Nur aufgrund meines Gehörs habe ich das noch mitgekriegt. Hat sich wohl doch gelohnt, diese Gehörgangsentzündung. Weil da habe ich das Ding so gesäubert wie noch nie, du. Und jetzt kommt der Boss, ja? Das müssten doch jetzt eigentlich diese Magieschwestern sein. Wobei wir auch noch nicht gegen König DDD gekämpft haben. Dafür jedoch schon gegen Meta Knight. Also wurde König DDD wohl einfach übersprungen? Hm. Mal sehen. Ich hätte gerne Magolor. Der wird immer als sehr overpowered beschrieben. Ich glaube, Marx ist auch verdammt stark. Taranza und diese drei Dudes da, Kine, Puh oder wie auch immer sie heißen. Oh, ich denke mal, ich werde die Hammerfähigkeit nehmen. Wobei Wasser ist auch chillig. Ja, Wasser ist halt auch eine Distance-Fähigkeit. Da habe ich gerade irgendwie ein bisschen mehr Bock zu. Nehmen wir Wasser, Freunde. Nehmen wir Wasser. Los geht's. Ein anderer DDD. Die jenseitige Hoheit. Also doch noch ein Battle gegen DDD. Boah, ist der aggressiv. Bei so einer Dash Attack muss man echt aufpassen. Wenigstens hat er jetzt den Einsauger daneben gesetzt. Aber Mann, nimmt der wenig Schaden. Ja, gut, Magolor, gut. Also mit Magolor sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt, behaupte ich mal. Der ist wirklich stark. Und die Musik, die ist auch stark. Oh, dieses Schwert, ne? Nein, ich bin so ein Idiot.
Ich brauche meine Fähigkeit, sonst bin ich erledigt. Und aufpassen. Magolor kann meine Fähigkeit zerstören. Das war nämlich im Kampf gegen Krakow so. Da dachte ich, Krakow wäre das gewesen. Aber es war tatsächlich Magolors schwarzes Loch, was meine Fähigkeit zerstört hat. Habt ihr mir in die Kommis gepostet. Und nun Steroiden. Ja, jetzt geht's richtig los. Macht er noch diesen Bereichwechsel, ja? Okay. Ich glaube, seine Früchte sind schon ein wenig verfault. Die hätte er vielleicht in der Zwischenzeit mal essen sollen. Sieht jetzt nämlich nicht mehr ganz so appetitlich aus. Gib ihm Kirby! Wir werden nämlich gleich Dora verlieren, leider. Boah, der Angriff ist ja brutal. Ah, da war der Ausweicher auch nicht ausreichend. Scheiße, Mann. Ich spritz dich nass, du Assi. Boah, das macht aber verdammt viel Schaden. Schaut euch das mal an. Die Attacke ist ja brutal overpowered. Okay, schnell Freund wiederbeleben und dann spamm ich das. Dann spamm ich das. Aquaknarre! Und Chigi ist nichts dagegen. Komm, du brauchst eine Dusche. Ich mach extra die Regenwalddusche für dich. Das ist eigentlich purer Luxus, was ich dir hier gönne. Ah, das war schon witzig. Aber tatsächlich war er irgendwie der einfachste Boss, muss ich sagen. Mit den anderen hatte ich viel größere Probleme. Na, 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 na. 23 Herzen. Also das ist auf jeden Fall viel mehr, als ich mir zugetraut hatte. Gerade nach diesem schrecklichen Beginn ist das doch ein wirklich gutes Ergebnis. Insgesamt macht das nun also... Na, wie viele? Wie viele? Haben wir wenigstens 90 geschafft? Ja, 92. Okay, dann werde ich mal gucken, dass ich 8 Stück besorge. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Kurze Planänderung an der Stelle. Ich bin gerade nochmal in das Portal da oben gegangen, aber das ist gar nicht so eine Übersicht, wie ich eigentlich dachte, sondern das scheint nochmal zu einem geheimen Boss oder sowas zu führen. Denn man hat da eine Auswahl an Fähigkeiten und wird zu einer riesigen Tür geführt am Ende. What is going on? Gibt's noch einen Secret-Secret-Finalboss in dem Spiel oder was? Wie dem auch sei, das finden wir in der nächsten Folge raus. Und versprochen bleibt versprochen, wir werden die 100 Herzen noch sammeln, weil spätestens nach Besiegen dieses Bosses muss es einem doch eigentlich möglich sein, noch Herzen zu sammeln. Oder etwa nicht. Dachte eigentlich, das würde mich nur 4 Parts kosten. Aber es gibt jetzt noch einen 5. Und wenn der schnell kommen soll, dann liked diese Folge hier. Bleibt dran, bleibt lieb, bleibt kooperativ. Und dann sehen wir uns bald wieder bei Kirby Star Allies.